In 8 Jahren wird es wieder. Vielleicht hat der Frankie eine Idee für dich. Ja? Der ist schon ein bisschen länger verheiratet. Ich glaube 46 Jahre. Mit 17 hat er seine Marianne kennengelernt. Und beide haben sich in der Ehe entwickelt in komplett andere Richtungen, hieß der Frankie. Der Ehrer will unbedingt, dass seine Mucki mit ihm ausgeht, die will aber nicht. Hast du eine Idee, was er anstellen könnte? Naja, vielleicht soll er sie zum Tanzen einladen. Vielleicht tanzt sie gerne. Oder tanzt sie gerne? Am Ball gehen einmal mit ihr. Ja. No? Aber ich habe mir gedacht, er sagt vielleicht, ob sie auch mal ausführen können. Der Frankie hat eine wunderbare Frau, der wird nicht deine Frau ausführen. Ja, dann müssen wir die Mucki fragen, ob die will. Das siehst du. Ja, schau. Ja. Wo hast denn du deine Mucki kennengelernt, also deine Marianne? Naja, bin mit 17 Jahren nach Wels gekommen als junger Textiltechniker und in der Firma, da habe ich sie das erste Mal gesehen und da hat mich auch ein Blitz getroffen, aber anderer. Ne? Und man dachte, das war das richtige Mädel, aber so richtig traut habe ich mich nicht und dann habe ich sie ein paar Mal am Volksfest auf der Straße gesehen und dann haben wir uns halt was dran. Hatte sie denn damals, dass du dir gedacht hast, das ist das richtige Mädel? Naja, mit 17 geht man halt nicht so sehr auf die inneren Werte, da schaut man mehr auf die äußerlichen Werte. Und sie hat so typische, diese, wie soll ich sagen, Bassgeigenfigur gehabt. Ne? Ja, das ist positiv gemeint. Ja. Ne? Und zu meinem Namenstag am 3. Dezember, da hat es mir in der Weberei ein Busserl gegeben auf die Wangen. Und da habe ich es erst einmal gerochen. Und damals haben wir die Mädel kein Parfum gehabt. Und mir am besten Fall ein Pitralon gehabt. Was fand das? Hat es da nicht gegeben. Und der Geruch, der hat mich so fasziniert. Und da habe ich nicht mehr anders kennen. Da habe ich zuschlagen müssen. Aber nicht mit der Faust, sondern mit dem Herz. Und was hast du gemacht? Naja, wir sind dann tanzen gegangen. Ne? Sind auch relativ kurze Zeit später zusammengezogen. Da war sie wie alt? 15. Na? No. Die war schon weg von zu Hause. Das ist eine kinderreiche Familie. Die Mutter hat sich da nicht ganz so sehr um die Kinder gekümmert. Sie wollte Friseurin lernen, da hätte sie Geld gebraucht für die Schere ja, und für das Zeug alles. Und die Mutter hat gesagt, nein, da gibt es kein Geld, wir haben keins. Dann ist sie in die Weberei arbeiten gegangen. Und da war sie mit 15 schon unterwegs. Und du hast natürlich, da hattest du auch ein leichtes Spiel in Wirklichkeit, nicht? Naja, das war ganz eine hochanständige. Da habe ich alle Tricks anwenden müssen, die es gibt, die ich schon kennt habe. Sonst. Was waren das für Tricks? Weil mit 17? Zum Beispiel habe ich ja versprochen, einmal an einem ganz Eiskalt, da hat es einen Winter gegeben damals, ja. Ne? Mit 40 Grad wie in Moskau seinerzeit. Und da habe ich ja versprochen, mein Gott, nein, ich habe von meiner Mutter ein gutes Grammischmalz, ein gutes Schmalz daheim, ob sie ein Schmalzbrot haben will. Ne? Und sie hat so überlegt und so weiter, kalt war es und da ist halt mitgegangen. Ne? Und da hat sie sich gewundert, weil dieses Zimmerl, das war eingekatzt, die Ofenrehren hat es geliert. Ne? Zahnkran war schön, ne? Was sie nicht gewusst hat, aber mit Kosten aufgemacht hat, ist alles rausgefallen. Ne? Naja, da kommt man sich halt näher. Etwas näher. Ja. Und da sind wir halt gemeinsam gegangen halt und dann ist halt eines Tages so weit gewesen, dass gemeint hat, ja, sie kriegt der Putz an. Ne? Ja. Naja, damals war das noch ein bisschen anders, da ist man ja großjährig ist man war mit 21. Ne? Und da hat man, ich war 19, hat mich mein Vater aus der väterlichen Gewalt, das ist ein schöner Ausdruck, ne? Hat mich entlassen müssen. Ne? Und meine Eltern waren geschieden und da bin ich nach Wien gefahren und der hat einmal angetan. Ist nicht richtig was geworden. Und naja, 5 Tage vor der Entbindung haben wir halt dann geheiratet. Ne? Und da warst du ihr Vormund? Da war ich dann, bis sie 21 war, ihr Vormund. Okay. Das muss man sich vorstellen. Der Vormund das ist von. Ja, nein, wirklich. Unglaublich. Das ist Vormund von der eigenen Frau. Ne? Ja, Vormund in dem Sinn, aber rein rechtlich wäre der Vormund. Ne? Na, hast du das irgendwann einmal auch ausspielen müssen oder sagen müssen? Ja, oder? Ja, da hat es ein paar lustige Sachen gegeben. Ne? Da sind wir vor einem Wölser Tanzlokal gestanden, so 6, 7, 8 Leute, ne, die haben alle geraucht im Freien und dann hat einer den Papierkorb angezogen. Ne?
Und dann fährt die Polizei vorbei. Ne? Und bleibt natürlich stehen, nicht? Und sagen, wer hat das angezündet? Nicht? Niemand, hat irgendeiner von uns gesagt, Selbstentzündung. Nicht? Nur schaut, dann hat er halt meine Frau dort stehen gesehen, nicht? Und die hat halt damals relativ jung ausgeschaut. Nicht? Und da hat nicht wissen, wie alt sie ist und ob sie überhaupt noch fortgedacht hat, ob man mit 18 Jahren daheim sein müssen, um Mitternacht. Nicht? Also, oder man hat 18 sein müssen, dass man nach Mitternacht noch fortgedacht. War gar nicht so schlecht. Und ich habe dann gesagt, Inspektor, ich bin der Vormund von dem Mädchen. Ne? Dann hat er mich angeschaut, ja. Ich habe ausgeschaut wie 16 oder 17. Oder so. Der hat sich veräppelt gefühlt. Dann hat er geglaubt, ich tue ihn verarschen, auf Deutsch gesagt. Ja. Und nein, weil das hat sich dann herausgestellt, dass ich recht gehabt habe. Okay. Und wieso sagst du, das war gut so? Wäre das heute für heute auch gut, wenn die Kinder oder die Jugendlichen... Naja, dann bin ich vielleicht, sonst bin ich eher fortschrittlich, progressiv manchmal sogar. Aber ich weiß nicht recht, ob die 14-Jährigen bis 2, 3 in der Früh umeinander rennen, ob das so gut ist, ich weiß nicht. Nein. Und das weißt du so genau, weil du als DJ dann gearbeitet hast. Also du hast dich ja in der Ehe, also die Marianne hat einen Techniker geheiratet, einen soliden, braven, ne? Techniker, der auf einmal... Ja, das hat's geglaubt, ne? Ja, ne, aber das hätte jeder geglaubt. Nein, mein Interesse für Musik war immer sehr groß. Ich hätte 3 Instrumente gelernt, aber da habe ich es zu nichts gebracht, weil da hätte man sich anstrengen müssen, da hat mir der Ehrgeiz gefällt. Und dann habe ich mich halt mit den Tonträgern befasst und so bin ich zum DJ gekommen und plötzlich war ich da im Mittelpunkt und so wie es halt früher war bei den DJs, da sind halt alle die Mädels vor der Bar gestanden. Ne? Und da habe ich mich recht wohl gefühlt, muss ich sagen. Die Anerkennung und die Geltung, das ist ja ganz was Wichtiges im Leben eines jungen Mannes. Ne? Eines jeden Mannes. Ich glaube schon, ja. 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 Und das hat ihr halt weniger so gefallen, weil sie hat halt geglaubt, der Techniker ist da das Wichtige, nicht an dem Ganzen. Aber du hast aber eine schüchterne Frau, quasi ein Mädel, kennengelernt und die Marianne hat sich auch entwickelt. Ja, Gott sei Dank. Das wahre Gesicht hat sich in Wirklichkeit nach der Hochzeit gezeigt, bei beiden, nicht? Schon, ja, bei ihr eher positiv, bei mir eher nur halb positiv. Weil du... Naja, weil ich ja natürlich oft sehr spät heimgekommen bin und ich habe vorhin schon gehört, er ist 2 Nächte nicht heimgekommen. Dort blitzt. Na, so weit habe ich es nicht gebracht, weil dann ist plötzlich mein Handy wieder gegangen. Na, da hat es ja noch keins gegeben. Nicht? Ja, ja. aber ja. Es ist schon mal am nächsten Tag geworden, auch bis am Abend. Aber jetzt seid ihr trotzdem 46 Jahre verheiratet. Gibt es ein Rezept? Ja. Ja? Ja. Sag. In der Ehe muss einer weise sein, dann werden zwei glücklich. Mhm. Und wer war? Frau. Die Frau. Na gut, holen wir sie dazu.